Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchten wir Ihnen zwei neue Funktionen vorstellen. Und zwar einmal das neue Feature Kreistasse spiralig und das überarbeitete Feature Bohrfräsen. Wir haben dieses Bauteil hier, diese Flächen haben wir schon geplant. In der Mitte haben wir die Löcher schon gebohrt und jetzt möchten wir halt diese großen Löcher vorschrubben, den Zapfen fräsen und die Senkung für die Bohrung Kreistasche spiralig ausfräsen. Als allererstes klicke ich diese Hälfte dieser Bohrung an und sage, finde Bohrung. Dann findet er alle gleichen Bohrungen. Ich gehe nun ins Bohrfräsen. Hier sehe ich die Geometrieinformationen. Wähle mein Werkzeug aus. Ich entscheide mich hier für einen 35er Messerkopf mit einem Eckenradius R6. Ich möchte eine Bohrung wählen. Hier wähle ich halt den Typ aus. Ich möchte bohren. Aufmaßwende, da wir es vorschrubben, 5 Zehntel, kann natürlich auch hier die Toleranztabelle nutzen, wo er dann dementsprechend die Toleranz, die ich auswähle, die Passung hier einträgt und Mitte Toleranz automatisch im Job fräst. Ich sehe auch wunderbar immer gleich, wenn ich hier ein Aufmaß ende, welches Nennmaß hier am Ende erzielt wird. Als Startvorbohrdurchmesser wähle ich jetzt hier 40 mm, weil ich möchte mit diesem Werkzeug ja, ich kann einen 70er Durchmesser fräsen und das möchte ich als ersten Schritt machen und eine seitliche Zustellung von 15 mm. Die seitliche Zustellung kann niemals größer sein als der Fräserradius. Deswegen wähle ich mir hier über den Startdurchmesser 40 und dann seitliche Zustellung 15. Start und Endtiefe trägt er automatisch ein, Zustelltiefe 2 mm und was wichtig ist natürlich die Zusatztiefe. Da ich einen Eckenradius R6 habe, muss ich natürlich hier nochmal 6 mm tiefer. Ich drücke einmal OK und dann ist dieser Job auch schon fertig. Dieser Job ist hier, wenn man sieht, die inneren Bahnen sind ohne Radiuskorrektur und sobald er dann an der Wand ist, fährt er natürlich mit Radiuskorrektur. So, jetzt wollen wir die beiden Zapfen noch machen. Die wähle ich einmal aus, gehe ins Bohrfräsen, sage jetzt natürlich Zapfen. Die möchte ich jetzt ohne Aufmaß fahren. Er ändert sofort hier das Nennmaß. Start- und Vorbohrdurchmesser haben wir nicht. Eine seitliche Zustellung bräuchte auch nicht. Ich lasse die Parameter so und sage einmal OK und habe im Endeffekt hier jetzt schon das Bohrfräsen für den Zapfen. So, jetzt kümmern wir uns noch um die Senkung hier. Ein Element auswählen, sage finde Bohrung, gehe dann in die Kreistasche spiralig, 12er Fräser wähle ich aus, kann hier auch wieder mit einer Passungstabelle arbeiten. Die Schnittbreite ist in Millimetern, Start, Vordurchmesser sind, trage ich jetzt hier den 26er Bohrungsdurchmesser ein, Sicherheitsabstand, das heißt er startet 1 mm von dem 26er Durchmesser entfernt. Starthöhe, Endtiefe nimmt er wieder automatisch. Ich gehe hier mehr als die Tiefe runter, dass er sofort das in einer Zustellung macht. Eintauchstrategie, senkrecht, okay. Und dann habe ich im Endeffekt hier eine spiralförmige Kreistasche. So, das Ganze schauen wir uns jetzt einmal in der Simulation an. Das heißt, ich blende meine Jobs ein, hole mein konstruiertes Rohteil rein. Und gehe einmal in die Maschine. Die ersten Jobs überspringen wir mal, gehen direkt zum Bohrfräsen. Fräst er den inneren Durchmesser. Sowas wäre halt früher immer zwei Jobs gewesen, das können Sie jetzt in einem Job machen. Ist für so größere Durchmesser auf jeden Fall eine schöne Sache. Jetzt fährt er den äußeren Durchmesser. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal beim Zapfen an.
Jetzt schauen wir uns noch die Kreistasche spiralig an. So, wir haben jetzt hier das Loch davor gebohrt. Werkzeug, mach's mal ein bisschen langsamer. Jetzt geht er ins Loch. Sie sehen jetzt wunderbar, er nutzt die Schneide voll komplett und fährt halt schön Kreistasche spiralig mit der HSC-Strategie diese Löcher aus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam-Team.